Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Mein Name ist Martin und letztes Mal sind wir hier stehen geblieben, nachdem wir Farengard den Drachenstein gegeben haben. Und dann kam Irelif an und schauen wir mal, was die so zu sagen hat. Müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ein Drache also. Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Jetzt wird's spannend. Dann mal los. Genau, dann mal los. Ja. Gut. Er hat mir erzählt, hier kommt vom... Vater sagt, dass ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu trainieren. Also sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Vater sagt, dass ich zu jung bin. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst, lasst mich raten. Er kreiste nur in der Luft durch eure Süßigkeit. Noch nie in meinem Leben. Das ist doch nicht wahr. Ich werde ihm zuhören, nicht dass mir irgendjemand anders von den Leuten da reinredet. Nicht so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ja, ist klar. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ja, ist klar. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Ja. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich wollte. Schlagende Gerüstrüstung der geringen Gesundheit. Naja. Naja. Ach, nur zu gerne sehen. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtsort. Vorsicht selbst. So. Kleiner Cut an der Stelle. Los, Angriff! Nein, los! Diese ganze Herumsteherei ist doch Mist. Wir sollten den Kampf zu den Sturmmänteln tragen. Ja. Sehen, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Wenn nur alle Bürger von Weißlauf so helfen. Los, los, lauf. Los, los, lauf. Weiter ran. Weißlauf, los. Niemand weiß, wer die Himmelsspiele gebaut hat, wo die Waffen der Gefährten gefertigt werden. Ihre Entdeckung hat zum Bau von Jovaskre und der Gründung der Gefährten geführt. Die reptilienartigen Argonier leben in der Schwarzmarsch. Sie beten dort wachsende intelligenten Bäume an, die auch als die Hiss bekannt sind. Ja, das sind sehr gute Informationen. Gut. Ich bin schneller als du. Wie so ein Parkourläufer hier. Physiksee! Gut. Irgendwo kommt die gleich gelaufen. Oh, da war ein Lichtbug da hinten. Die Wachen in Drachenfeste behaupten, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Ich danke euch im Namen von ganz Weißlauf. Keine Ursache. Da kommt sie. Mensch, braucht die lange.
Attention, property for sale. The Jarl of the Pale has approved the potential sale of Yarshan Farm. Here, Yarshan Farm is a plot of land located within the Pale near Lorian's farm. The site is home to Lorian's farm. The farm and the structures are in poor shape and will necessitate repairs. Speak with Celebrio Atios, the current title holder of property of interest in this purchase. Trunk answer, okay. Ja, wait. Das ist übrigens der andere Mod. Passt das bitte nicht falsch auf, aber ihr seht ein wenig krank. Ups. Aus. Ja, ich weiß. Ein Drache greift den westlichen Wachturm an. Jetzt sind wir dran. Ihr habt richtig gehört. Ein Drache. Mir ist egal, woher er gekommen ist oder wer ihn geschickt hat. Aber ich weiß, dass er den Fehler begangen hat, Weißlauf anzugreifen. Aber Huskarl, wie können wir denn gegen einen Drachen kämpfen? Das ist eine gute Frage. Von uns hat noch niemand zuvor einen Drachen gesehen. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Ja, Amren, ich kümmere mich dann um dich, keine Sorge. Mach dann den Familienschwert. Dieser Drache bedroht unsere Häuser. Unsere Familien. Könntet ihr euch Nord nennen, wenn ihr vor diesem Monster davonlauft? Soll ich allein gegen dieses Ding kämpfen? Nein, gleich Mause tot. Aber hier geht es um mehr als unsere Ehre. Denkt nur, das ist der erste Drache, der seit dem letzten Zeitalter im Himmelsrand gesichtet wurde. Uns gehört die Ehre, ihn zu töten, wenn ihr dabei seid. Und was sagt ihr? Sollen wir einen Drachen töten? Ja, ganz genau. Rücken wir aus. Gut, okay. Im Tieflandbezirk von Weißlauf befinden sich die Geschäfte der Stadt und der Markt, wohingegen der Windbezirk vor allem mein Wohngebiet ist. Der Palast des Jahres, die Drachenfeste, bestimmt den Wolkenbezirk. Himmelsrand, auch altes Königreich oder Vaterland genannt, war der erste von Menschen besiedelte Teil Tamriels. Verfasser unbekannt. Hier mal kurz speichern. So. Jetzt muss ich nach dahin zu dem Turm. Ja, einfach nur querfeld einrennen. Die zu warten ist eh, da wäre ich jetzt noch lange nicht hier, da. Irgendwie sind die NPCs immer voll langsam. Ein Baum. Und noch ein Baum. Da hinten ist eine Burg. Und da brennt alles. Oh, Schmetterling. Ha, hab dich. Noch mal Schmetterlinge. TikTok gehabt. Bist du hin? Da. Ha. War noch einer. Da. Kick dich. Zack. Ich glaube, bei Game One war das mal so. Haben die damals einen Bericht über Skyrim gebracht? Ich weiß nicht, ob ihr gewinnen könnt, aber wir haben damals einen Bericht über Skyrim gebracht. Und da habt ihr auch die ganze Zeit Schmetterlinge gefangen. Naja, in so einem Puppenspiel, keine Ahnung. Und da war der Ritter, also dieser Dovahkiin. Und hat die ganze Zeit Schmetterlinge gefangen, mit der Drache. Und der Drache hat versucht, den immer anzusprechen. Ja, gewonnen. Das fehlt irgendwie. Wollen wir wieder gucken. Gut. Na, Moritz, ist es nicht dahin. Ich glaube, die sind jetzt falsch abgebogen. Ah, hier. Na komm. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält.
Jawohl. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Jawohl, ich weiß aber, wo der bei dem ist. Westlicher Wachturm entdeckt, oder? Feuer auffassen. Lichtberg. Da ist er. Nein, zurück. Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Ey, du bist doch hier in einem fettsicheren Turm. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Wo bist du? Wo? Wo? Da kommt er doch. Der Gute. Jetzt hab ich nicht gehört, was das sagt. Irgendwas mit ihr ist halt tapfer. Warum bist du so hinten? Boah. Sterb endlich! Brang! Untersuche den Drachen. Dragon Blood. Dragon Brain, Dragon Eye, nimm mal alles mit. Du hast keine Dragon Sky. Das sieht voll geil aus, wenn es mir jetzt als Helm. Mal gucken, ob es was gibt, so ein Drachenkopf als Helm. Und Geld. Gold und ein Seelenstart und fällt die Fälle hoch. Ich glaube, das Ding kannst du irgendwann Rüstung machen. Nein. Gut. Schreie im Magie-Menü. Kannst du den Schrei oder bitte schon Macht ausrüsten? Was ich jetzt gerade hier gesehen habe, ist mit eines der Hauptfeatures im Spiel. Das heißt, wir können von getöteten Drachen die Seelen aufnehmen. Die werden uns dann so übertransferiert. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Ein Drachenblut? Wovon redet ihr? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich weiß nicht, was mit dir passiert ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Ja, ist gut. Und dann können wir halt die Schreie, die wir lernen, zum Beispiel unerbittliche Macht, aus den Steintafeln, die wir dann beigebracht kriegen, können wir halt dann mit den Drachenszenen aktivieren. Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden, wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen, und das verstehe ich auf jeden Fall.
Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskar. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, wie in den alten Geschichten, dann solltet ihr den Schrei ausstoßen können. Könnt ihr das? Habt ihr es mal versucht? Okay, wir suchen das mal. Fusch! So! Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt, das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Gut. Ich glaube, ich speichere in Weißlauf. Als hier. Wir laufen den ganzen Weg zurück. Ich mag den Schrei. Es gibt aber weitaus coolere Schreie. Einer kommt aus der Erweiterung. Das ist jetzt dieses Fußrodar, was man auch damals in den Trailern gesehen hat. Das ist der Anfangsschrei. Und es gibt so viele verschiedene, zum Beispiel Gegner einfrieren lassen. Also die Namen kenne ich jetzt nicht alle, aber du kannst Gegner einfrieren. Und das waren die Graubärte. Dazu kommen wir in den nächsten 2-3 Folgen. Also wir spielen jetzt ein bisschen die Hauptstory noch. Bis zu einem gewissen Punkt. Und ab dann erkunden wir erstmal die Gegend. Also machen Nebenaufgaben, bauen uns ein eigenes Haus. Gucken mal, ob wir auch für die Erweiterung. Da brauchen wir ein gewisses Level. Also, wie gesagt, Story. Noch ein Cut. Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um! Geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist es egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins... Mache ich auch später. Und jetzt verzieht euch. So, aber ganz schnell zum Balkenhof laufen. Und erzählen, was passiert ist. Vorher aber noch hier rein sprinten. Oh. Da bitte. Ah. Temple of Kinaref. Da kurz rein sprinten. Das Ding hier ansprechen. Schrein von Kinaref. So. So wieder gesund, jetzt können wir rausgehen. Jetzt mal einen schönen Ladebildschirm angucken. Und weiterlaufen. Kann ich gleich auch noch so wieder herstellen. Wir können Gesundheitstränke machen. Anfälligkeit für Frost. Magie wieder herstellen. Das habe ich keine Ahnung. Giftresistenz. Anfälligkeit für Frost. Ausdauer wieder herstellen. Keine Ahnung. Magie wieder herstellen. Keine Ahnung, Gesundheit wiederherstellen. Ausdauer wiederherstellen, perfekt. Zack. Ein paar neue Effekte gelernt. Dann können wir uns noch in der nächsten Folge anfangen, unsere ersten Tränke zu brauen. Weil irgendwann später brauchen wir die wirklich. Obwohl es bei mir darauf auslief, dass ich mehr Gifte als alles andere hatte. Aber na gut. So, jetzt so schnell mit Balkruf reden und dann... Gut, ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Alles klar. Ihr habt den Ruf gehört.
Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Wir haben gerade über euch gesprochen. Mein Bruder möchte mit euch reden. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Begonnen der Weg der Stimme. Die Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was wollen die Graubärte von mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Turm oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Doch. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochodga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tiva Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Hunga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Hunger, geht nicht so hart mit Abiniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodga aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hochrodga ist ein äußerst friedlicher Ort, weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal, begebt euch nach Hochrodga. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann. Ja. Wir sind jetzt Tane. Was das bedeutet, könnte ich mir selbst nicht wirklich denken. Also ich weiß nur das, was er hier sagt. Dass wir jetzt auch eine Gefährtin dazu kriegen. Wo ich von den Gefährten auch nicht wirklich überzeugt bin. Aber egal. Ich beende jetzt hier die Folge. Es ist ja einiges passiert in dieser Folge. Erster Drache getötet, erstes Schrei gelernt. Ja. Auf alle Fälle. Beende ich die Aufnahme? Bei einer positiven Wertung, Kritik, konstruktive Kritik, sonstiges würde ich mich freuen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, euer Martin. Macht's gut.